Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Streich. Wir haben Samstag und es gibt ein neues Video. Und zwar ist das hier noch immer Frankreich-Tour. Wir sind am nächsten Lost Place angekommen. Und wir haben hier vor uns ein altes, eine alte Stahlhütte hat hier mal gestanden. Stahl wurde hier erzeugt. Hier haben noch ein paar Hochöfen gestanden. Unter anderem gab es hier auch eine Grube. Wir haben unten am Eingang schon die Grube gesehen, den Eingang, den Hauptzugang, und wir suchen jetzt einen weiteren Zugang, der weiter oben im Wald liegt, und wir haben so ungefähr die Richtung, wo wir hin müssen, und sind jetzt, wie gesagt, so auf dem Weg dorthin. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen die Überreste von dem Gelände hier, was hier noch so steht, auf dem Weg zur Grube. Ja, wir gehen hier mal rein, wir gucken mal. Viel wird hier natürlich nicht mehr sein. Ja, von außen sehr viel schöner, das ist halt echt nur noch Kernschrott. Alles klar! Ich gehe vor wegen Messgerät. Da wird einer geboren. Verdammte Scheiße! Das ist. Oh! Das ist. Das ist ja schon bald enger wie der Dingensbunker da, ey. Cool, drin. Jawohl! Sehr schön. Ja Leute, wie ihr seht, wir stecken drin in der Grube. Jetzt warten wir noch auf die anderen, denn die sind da irgendwie falsch abgebogen oder irgendwas, keine Ahnung. Die müssen wir jetzt erstmal hinlotsen und dann werden wir uns das Ding mal reinziehen hier. Gucken wir uns mal an das Ding. Jawohl, das sieht schön aus. Ja, das weiß ich nämlich. Kommt Rudi, machen wir die oder nicht? Nein. Michael? Ja. Alter, wie geil. Boah, es ist natürlich da oben, Leute, da liegen schon wieder zwei Kleinwagen auf den Schienen. Da liegt auch noch ein Kleinwagen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich denke mal, da müssen wir weiter. Einmal mit dem Hammer gegen wichsen, dann kommt der runter und dann ist gut. Ja, ja. Oh, die Stäbe sehen auch schon nicht mehr. Alter, mega die Quarze. Mega. Geht ihr in die Richtung? Ja. Ja. Ich war nicht gewählt, definitiv. Offizielle. Ich atme. Nicht schon wieder. Aber wäre das dieser kleine, dicke Hobbit, dann wäre der schon auf dem Weg zu uns. Ja, aber irgendwas war da eben gerade. Alte Schippe. Ja. Geh mal ein paar Meter weiter, weil ich das Licht suche. Okay. Das geht dann nicht runter für uns. Mein Fuß geschieden. Zu dem Ding hinführen, was das hier die Mine ausmacht, weißt du? Eine riesige Halle mit Schienen. Geht's da rum? Aber Ende. Ich glaube, ich fahr weg. Ich auch. Alter, was über euren Köpfen liegt, ist der Hammer. Einen halben Parkplatz Kleinwagen. Einen halben? Von 100 Autos meinst du? Krass, wa? Ja. Weil da sag ich zu jedem, da muss sich jeder sagen, ja, nein, Schluss. Dann geh, Harry, ruhig, ich bin hinter dir. Alter. So, und jetzt ist ein Kleinwagenparkplatz auf uns. Alter, wie krumm hier die Schiene ist, wa? Nee. Hier ist ein Gittertor. Wenn ihr bei den großen Videos, also wenn ihr quasi gar nicht vorzeigt,
Das ist geil, oder? So Leute, da geht es jetzt weiter, ab durch das Loch. Ho, was haben wir hier? Ein Wassertank. Loren, Alter. Hier stehen Loren. Das ist schön. Da ist ein Tor. Alter, der Berg hier ist auch der reinste Schweizer Käse. So Leute, jetzt gucken wir mal bei dem Tor hier. Das ist auf jeden Fall ja zugemauert. Es ist zugemauert. Ich würde mal sagen, dass dieses hier ein Zugangsportal gewesen ist. Ja, okay, hier ist zu, also suchen wir uns mal einen anderen Weg, wo es weitergeht. Ja, hier ist Hauptweg, würde ich sagen. Ne? Ja. Und da hinten, das ist die CO-Ecke. Oh, schöne Loren. Ach, das ist unten Holzbalken, der da durchgeht, oder? Oh, die ist wohl platter, ne? Da geht wohl nicht mehr viel mit der Lore. Ah, hat er jetzt gesagt geradeaus? Ah, mega viel Holz hier, boah. Ja, hier war ein Bahnhof, ne? Hier ist so ein bisschen abgesetzt, ja. Geil. Hier ist der Maschinenraum. Aber ist echt schön. Also hier ist der Bahnhof, wie man sieht. Ist uns zwar schon sehr viel eingebrochen, aber das war der mal. Ja. Hier ist der Bahnsteig. Ganz deutlich. Und dann geht's ab da hinten rein. Ja, Leute, das hier, das ist der Bahnhof aus der Grube. Und hier haben wir das Ende so ziemlich erreicht. Hier ist gleich wieder ein Verbruchfeld. Da ist irgendwo was runtergekommen. Und der Kollege, der ist hier gerade reingegangen. Das Messgerät hat wieder Alarm gemacht. Wir haben noch ein paar mehr Gruben auf dem Programm, die wir mitnehmen wollen. Also werden wir uns gleich Richtung Ausgang begeben, Leute. Ist mal gut, du trittst auf irgendwelche Balken drauf. Und die zerfallen unter dir einfach. Ja, da sieht man mal wieder, wie stark ich bin. So, hier sind wir gerade vorbeigegangen. Noch eine alte Grubenlampe. Sogar noch heile. Donnerwetter. Ja, hier wird überall so Instandsetzung gewesen sein. Natürlich auch Sprengstofflager werden die hier gehabt haben. Was das hier explizit gewesen ist, sieht man leider nicht mehr. Aber da ist noch ein Stück alte Tür, das ist auch geil. Das ist schick. So, wo sind sie hergegangen? Zurück oder was? Ja. Haben sie gesagt? Da vorne ist nicht. Micha wollte noch die Loren knipsen. Micha! Wir gehen hier mal eben rein, wo? Wir gehen mal hier rechts rum kurz. Ach, hier waren wir. Hier liegt die Wolle. Da sind wir reingegangen. Was willst du denn da? Richtig. Oh, alte Saalwinde. Hier ist ein Verbruch. Und hier geht's runter. Alter, das ist doch zum Schienen montieren, wo? Es ist schwierig, was zu erkennen. Da ist eine Rettungstrage, eine Lore. Und ich würde sagen, das geht hier Richtung Ausgang, da oben.
Da geht's drüber, da sind Mücken, da geht's raus. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, wir gehen wieder Richtung Ausgang. Wir haben uns jetzt hier circa 2 Stunden rumgetrieben im Berg. Alles hat man eh keine Chance zu sehen. Das langt jetzt erstmal. Jetzt geht es raus. Ein Kollege von uns erwartet draußen, dem war das hier ein bisschen zu ungeheuer. Bis gleich vor der Tür oder an der Tür. In der Tür, auf der Tür. Hier gibt es eine Tür und wir nehmen das Loch. Ja, Leute, jetzt haben wir gerade gesehen auf dem Weg nach draußen, da oben, da haben wir vorhin drauf gestanden und runtergeguckt. Das ist das Dingen. Und jetzt rennen wir hier unten mal durch und gucken mal hier um die Ecke, ob da vielleicht noch irgendwas ist, was man sich mal auf die Schnelle angucken kann. Ja, auch überall, Alter, haben die den Quarz aus der Wände gezimmert. Hier haben sie aber noch gepennt. Die haben sie noch nicht gesehen. Ja, das wächst wie so Drusen, wa? Das sind so Einschlüsse, Hohlräume. Hier ist noch manchen. Weil ich habe meinen gerade zur Hand gehabt, musst du hier mal abschließen, dann bist du ganz zurück, weil das ist der Hose. Steinchen drin. Ja, Leute, jetzt endgültig, dann bis zum Ausgang. Kommt Ausrüstung oder kommt ein Mannequin? Ein Mannequin. Es wird geboren. Was wird es? Ein Arschloch. Ein Arschloch wird geboren. Ist das nicht schön? So Leute, wie ihr seht, wir sind wieder draußen aus dem guten Stück. Mega geile Grube, finde ich. Ein paar richtig geile Motive, ein paar richtig geile Sachen gesehen in dem Ding. Ich hoffe mal, dieses hat euch ein bisschen gefallen, dieser Zusammenschnitt. Schaltet Samstag wieder ein, dann werde ich euch das nächste Video zeigen von der Frankreich-Tour. Und solange wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, nicht zu heftig und seid Samstag wieder dabei. Würde mich freuen. Ciao, Leute.